Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sebastian Zahns. Ich begrüße Sie bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Thomas-Thieler-Stiftung, dem liberalen Bildungswerk in Bayern. Unser Thema heute ist Writers in Prison, Writers in Exile. Eine Veranstaltung, eine Veranstaltungsreihe, bei der wir Menschenrechte weltweit diskutieren. Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit dem PEN-Zentrum Deutschland statt. Heute widmen wir uns China und schauen auf seine Zensur und seine Propaganda. Wir schauen darauf, wie das Land versucht, die Geschichte umzuschreiben. Wie immer können Sie sich natürlich auch mit Ihren Fragen in die Diskussion einbringen. Schreiben Sie sie gerne in den F&A-Bereich, den finden Sie am Bildschirmrand. Und Nina George wird sie so weit wie möglich mit in die Diskussion einbringen. Zuerst übergebe ich aber sehr gerne an Ralf Nestmeier. Er ist seit 2018 Vizepräsident und Writers in Prison Beauftragter des Deutschen PEN-Zentrums. Nestmeier ist Historiker und hat seit 1994 rund 40 Reiseführer, Sachbücher und Kriminalromane veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Zudem schreibt er Reportagen und Rezensionen für Zeitungen und Zeitschriften. Lieber Herr Nestmeier, ich freue mich auf Ihren Impuls und übergebe an Sie. Ja, herzlichen Dank, Herr Zajons. Ich freue mich auch, dass so viele Teilnehmer da sind. Einige waren vielleicht in den letzten Veranstaltungen auch schon dabei, die wir zu anderen Ländern gemacht haben. Heute ist eben China im Fokus. Und ich gebe nur mal ganz kurz einen Rückblick auf die Arbeit des Deutschen PEN-Zentrums und sage ein paar Worte zu PEN, zu Writers in Prison und Writers in Exile. Also das Deutsche PEN-Zentrum gibt es seit 1923, ist eine der ältesten Unterorganisationen vom internationalen PEN, der 1921 gegründet worden sind. Und wir widmen uns hauptsächlich Themen wie der Meinungsfreiheit und unterstützen und engagieren uns für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller. Da gibt es zwei große Programmsäulen bei uns. Einmal gibt es Writers in Exile. Das ist ein Programm, wo mittlerweile 13 Autoren in Deutschland untergebracht sind, die für 2 bis 3 Jahre ein Stipendium erhalten, um hier frei leben und schreiben zu können. Die meisten dieser Autoren, wie beispielsweise aktuell Asle Erdogan, stammen eben aus Ländern, in denen sie bedroht sind, in denen eine Gefängnisstrafe droht, beziehungsweise wo sie dort bereits im Gefängnis waren. Dieses Programm gibt es seit nahezu 20 Jahren und wurde unterstützt vom Bundeskulturministerium, wobei die inhaltliche Besetzung der Stellen einzig das Deutsche PEN-Zentrum bestimmt und entscheidet. Weiteres wichtiges Programm, das soll ist das, was wir heute Abend machen, das ist das Writers in Prison Programm. Das wurde vom internationalen PEN 1960 gegründet. Seitdem gibt es das und seit 1960 engagieren sich dann die einzelnen nationalen PEN-Zentren im Rahmen dieses Programms für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller. Da gibt es mehrere Möglichkeiten oder darauf aufmerksam zu machen. Also jetzt auch in den heutigen Zeiten gibt es zum Beispiel so Aktionen wie Rapid Action. Das heißt, besonders bedrohte Autoren werden dann in den Fokus gerückt und man versucht, sie aktuell zu unterstützen, sie vor weiterer Verfolgung zu bewahren. Und das hilft natürlich dann, wenn sehr viele Zentren gleichzeitig das machen. Also wir haben bis zu 150 nationale PEN-Zentren, die im internationalen PEN vereint sind. Und da kann man einen größeren Druck aufbauen. Eine wichtige Veranstaltung in diesem Rahmen ist der Writers in Prison Day. Der findet immer alljährlich am 15. November statt. Und dabei sind immer 5 verschiedene Autorenschicksale oder Autorinnen im Fokus, über die man sich dann weltweit an diesem Tag eben den Fokus sendet und über dessen Freilassung man fordert. Also ganz bekannte Namen waren unter anderem auch schon darunter. Unlängst zum Beispiel der, na, jetzt habe ich einen kleinen Hänger mit dem Namen, ist jetzt auch nicht schlimm, sprechen wir darüber hinweg. Jeweils verschiedene bekannte Namen und oftmals hat das Ganze auch dann zur Wirkung, dass diejenigen dann auch in Freiheit kommen. Bei manchen, wie zum Beispiel dem unlängst fokussierten Selahattin Demirtas, jetzt ist der Name wieder da, aus der Türkei, der auch ein Ehrenmitglied des Deutschen PEN-Zentrums ist, ist uns das bis jetzt nicht gelungen. Der sitzt immer noch im Gefängnis, aber wir arbeiten sozusagen in Kooperation mit dem internationalen PEN weiter stark daran, dass er in Freiheit möglichst bald kommen kann. Aber jetzt, heute steht China im Fokus und ich freue mich, dass den Abend unser PEN-Mitglied und die Schriftstellerin Nina George moderiert, die zeitgleich auch Präsidentin des European Writers Committee ist, und übergebe ihr hiermit ihr Wort, das Wort.
Vielen lieben Dank an Ralf Nestmeier, Schriftsteller und Vizepräsident des PEN-Zentrum Deutschlands. Wir werden später noch mit ihm in der Podiumsdiskussion mehr über die Arbeit des PEN-Zentrums hören. Heute sprechen wir, wenige Tage vor Beginn des chinesischen Jahres des Schwarzwassertigers, über die Situation von Schriftstellerinnen, Künstlern, Journalistinnen und Medienschaffenden in China. Wirtschaftsmacht, Reich der Mitte, für manche sogar Traumreisegebiet und das weltweit führende Regime der totalen Überwachung, der Zensur und der Angst. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht China auf Platz 177 von 180 Ländern. Mindestens 116 Medienschaffende sind derzeit in China im Gefängnis. Mehr als in jedem anderen Land der Welt. Ob Naturkatastrophen, die Covid-19-Pandemie, die MeToo-Bewegung oder die Verfolgung der Uiguren, kaum ein Thema entgeht noch der Zensur. Unter dem Motto der Welt Chinas Geschichte gut erzählen von Staats- und Parteichef Xi Jinping werden kritische Stimmen angegriffen und die propagandistische Sichtweise zum Maßstab aller Deutung erklärt. Welche Methoden die Regierung Chinas dabei verwendet und welche nationalpolitischen als auch weltpolitischen Ziele der Regimechef auf Lebenszeit verfolgt, welche gefährliche Rolle dafür Schreibenden und Künstlerinnen zukommt und was wir als Individuen, als Staat, als EU tun können und was nicht, darüber sprechen wir heute mit dem Schriftsteller und Sinologen Tilman Spengler, mit dem politischen Experten für China Armin Reinartz und mit Ralf Nestmeier, Writers in Prison Beauftragte des PEN-Zentrums Deutschland. Zuvor hören wir noch aus den Werken von Ai Qing, einem der bedeutendsten Lyriker Chinas. Tilman Spengler, Sie sind Schriftsteller, Sie sind Journalist, Sie sind Sinologe und Sie arbeiteten unter anderem am Max-Planck-Institut. Sie schrieben für die Zeit, für Geo. Sie verfassten und moderierten die Reihe Klassiker der Weltliteratur bei BR Alpha. Sie begleiteten auch den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als auch den ehemaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf ihre Reisen nach China. Und sie erhielten vor 10 Jahren Einreiseverbot, weil sie sich für den Schriftsteller, Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Liu Xibao und andere Dissidenten unermüdlich einsetzten. Zuletzt erschien von ihnen der Roman Made in China, der während der Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren spielt. Herr Spengler, Sie werden zunächst heute Ihre Stimme allerdings dem Vater Ai Weiweis leihen, dem Schriftsteller und Lyriker Ai Qing. Dieser wurde während der 100-Blumen-Bewegung 1958 verfolgt, dann verbannt an die chinesisch-russische Grenze, musste mit seiner Familie in einem Erdloch hausen und erhielt 20 Jahre Veröffentlichungsverbot. Davon erzählte auch sein Sohn Ai Weiwei, dessen Autobiografie 1000 Jahre Freud und Leid, 21 bei Penguin in der Übersetzung von Norbert Juraschitz und Elke Link erschien. Heute hören wir allerdings von Ihnen Lyrik, 2 Gedichte von Ai Qing aus dem Band Schnee fällt auf die Erde in der Übersetzung von Frau Susanne Hornfeck, ebenfalls erschienen bei Penguin. Bevor wir das uns anhören, Herr Spengler, was bedeutet Ihnen persönlich Ai Qing? Und ich hoffe, dass ich einigermaßen mit der Aussprache zurechtkomme. Korrigieren Sie uns bitte sonst regelmäßig. Bis jetzt war das alles total in Ordnung. Also Ai Weiwei vielleicht von Ai Qing. Und das ist aber auch nur für Liebhaber gesagt. Und natürlich für Freunde der Lyrik und der Kunst, wo das eine andere Rolle spielt. Ich habe mir die Gedichte von Ai Qing, also dem Vater von Ai Weiwei, ausgesucht, weil ich aus 2 Gründen eigentlich. Der eine Grund ist, ich halte es nicht für besonders klug in einer Zeit, wo nicht nur Freiheit unter Dichtern in China herrscht, um es ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Da würde ich niemanden, glaube ich, in eine Sendung befördern, die dazu dienen könnte, dass es ihm sozusagen politisch nicht unbedingt besser geht. Das ist der eine Grund. Das ist so eine aktuelle Befürchtung, die auf einigen Erfahrungen beruht. Das zweite ist, dass für mich dieser Vater von Ai Weiwei, also Ai Qing, eine ganz exemplarische Figur war für das Schicksal von chinesischen, sagen wir, Gelehrten und sagen wir Schriftstellern.
Der war, der ist 1910 geboren und gehörte zu einer Generation, die das Ende des Kaiserreiches miterlebten und danach nur noch umstürzte. Und in diesen Umstürzen sich als Schriftsteller oder als Dichter oder in seinem Falle auch noch als Maler, aber auch Maler, unter diesen Umständen sich zu behaupten, war eine außerordentlich prekäre Geschichte. Und es war eine prekäre Geschichte deswegen, weil man praktisch immer auf der falschen Seite ist. Man war immer oft irgendwo gefährdet, aber immer, es gab immer die andere Seite, die sehr viel mächtiger oder über Nacht weniger mächtig und damit nicht mehr schutzfähig war. Es war eben diese wankende Situation. Das ist keine Eigenart für China, darüber können wir später noch reden, aber es war für diese Generation von Schriftstellern eben aus diesem Zeitpunkt Ende des Kaiserreiches, Beginn der Republik, weiterführend in die Volksrepublik, also in diese Form des verfassten Sozialismus, ganz entscheidend. Und dann fange ich, wenn Sie mich später noch daran fragen, ich habe eine ganz besonders persönliche Beziehung gehabt. Ich durfte ihn einmal 1979, da war er gerade aus der Haft entlassen worden, beziehungsweise er hatte kein Publikationsverbot mehr. Und ich durfte ihn in Berlin kennenlernen mit einer Delegation. Und er hatte einen wunderbaren Einfall, als er, wie alle Leute damals zur Mauer geführt wurde. Und dann schaute er sich die Mauer an und muss sich das vorstellen, ein älterer Herr, tief reflektierend, und sagte, unsere Mauer ist höher und schöner und mehr kommt auch nicht rüber. Und das war in dieser Kürze etwas so Ergreifendes, dass ich ihn von da an heftig in mein Herz geschlossen habe. Zwei Gedichte von ihm, mit dem Abstand von 20 Jahren. In beiden spielt Schnee, der Schnee vom Himmel eine große Rolle. Und Schnee hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Schnee ist kein Weihnachtsglocken, bim, 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 sondern Schnee ist kalt. Das erste Gedicht, Schnee fällt auf Chinas Erde. Schnee fällt auf Chinas Erde, Kälte riegelt China ab, Wind heftet sich wie eine verhärmte Alte an die Fersen des Wanderers, zerrt mit eisiger Klaue an seinem Mantelkragen, brabbelt unaufhörlich Worte alt wie die Erde in seinem Ohr. Du, chinesischer Bauer, vom Wald her lenkst du deinen Pferdewagen mit einer Mütze aus Fell, trotzt du dem Schnee. Wohin fährst du? Ich sage dir, auch ich stamme von Bauern ab. An euren von Kummerfalten zerfurchten Gesichtern kann ich ermessen, wie hart das Leben in der Steppe für die Menschen Jahr um Jahr sein muss. Doch auch ich bin nicht glücklicher als ihr. Treibend im Strom der Zeit haben mich die Wogen des Unheils immer wieder überrollt und ausgespuckt. Wanderjahre und Gefangenschaft, damit habe ich die kostbarsten Tage meiner Jugend verloren. Mein Leben ist wie das eure ausgezehrt. Schnee fällt auf Chinas Erde, Kälte riegelt China ab. Den Fluss entlang gleitet in dieser Schneenacht langsam ein schwacher Lichtschein. Wer sitzt dort im schäbigen Boot unterm schwarzen Segel mit hängendem Kopf im Schein der Öllampe? Ach du, junge Frau, ungekämmt und ungewaschen, wurde dir vielleicht das Haus, dein glückliches, warmes Nest niedergebrannt vom grausamen Feind? Ließ er dich in einer Nacht wie dieser des Schutzes beraubt mit seinem spielerisch gezückten Bajonett Todesangst spüren? In einer eisigen Nacht wie dieser kauern unzählige alte Mütter in Häusern, die nicht ihr eigen sind, wie Fremde, die nicht wissen, auf welchen Straßen die Räder des neuen Tages
rollen werden. Und Chinas Straßen sind holprig, Chinas Straßen sind schlammig. Durch die Steppe in der Schneenacht, durch das von Kriegsfeuern zernagte Land ziehen in Scharen jene, die das Land bebauten und jetzt ihr Vieh verloren und jetzt ihre fruchtbaren Felder verlustig gingen, abgedrängt in die hoffnungslosen, schmutzigen Seitengassen des Lebens, während die darbende Erde bettelnd zwei zitternde Arme gegen den dunklen Himmel streckt. Chinas Elend und Leid, so weit und endlos wie diese Schneenacht. Schnee fällt auf Chinas Erde, Kälte riegelt China ab. China, in lichtloser Nacht schrieb ich diese machtlosen Verse. Können Sie dir ein wenig Wärme geben? Also dieses Gedicht entstand 1937. 20 Jahre später erschien das nächste Gedicht, das nächste kleine Gedicht. Schnee am Morgen. Schnee fällt ohne Laut. Schnee fällt, fällt, hört nicht auf. Reiner weißer Schnee bedeckt den Hof. Reiner weißer Schnee bedeckt das Dach. Die ganze Welt so still, so still. Den treibenden Schneeflocken zusehend denke ich an einen Sommerwald, an einen Morgen im Wald. Vor langer, langer Zeit, überall glitzerte Tau, die Sonne eben aufgegangen, aus dem Morgenlicht trat ein kleiner Junge, barfüßig, das Gesicht frisch wie eine Blume, dem Mund entstieg ein leises Lied. In der Hand den Bambusstab, erhob den zierlichen Kopf, die leuchtenden Augen durchdrangen das dichte Laub auf der Suche nach dem Laut der Zikade. In der anderen Hand hielt der Bub eine Kette aus grünen Objekten. Auf einem langen Grashalm gefädelt, Heuschrecken, Goldkäfer, Libellen, an all das erinnere ich mich deutlich. Lange sind wir nicht mehr im Wald gewesen, den Boden bedecken längst welke Blätter und keines Menschen Schatten fällt auf See. Doch dieses Kind habe ich nie vergessen und seine leise geflüsterten Lieder. Ich weiß nicht, in welcher kleinen Hütte er jetzt lebt. Den endlos treibenden Schneeflocken zusehend, möchte er vielleicht im Wald Schneebälle werfen oder auf dem Teich Schlittschuh laufen. Auf jeden Fall weiß er nicht, dass jemand an ihn denkt, an diesem Morgen im fallenden Schnee. So, danke. Ich brauche gerade einen Moment, um zurückzukehren aus diesem Wald. Das war sehr berührend. Vielen Dank, Tilman Spengler. Wir werden gleich auch noch mit Ihnen weiter über die Situation und die Lage der Autorinnen, Künstler und kritischen Stimmen in China sprechen, aber auch über die Poesie und über die Literatur des Landes. Bevor wir all das diskutieren, müssen wir uns allerdings einen nötigen Überblick verschaffen, um die Geschichte, die gegenwärtige Situation, die Zukunftsaussichten dieses Landes zu verstehen, der Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit. Wie entstanden und entwickelten sich der Parteienstaat, der Nationalismus, die Freiräume oder auch die Unfreiheitsräume? Und dazu wird Armin Reinertz referieren. Armin Reinertz studierte an der Peking-Universität Public Policy sowie in Deutschland moderne China-Wissenschaften. Herr Reinertz baute auch das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Hongkong auf und leitete das Greater China-Büro der Stiftung bis zur Schließung infolge des Sicherheitsgesetzes 2020. 2021 gründete Reinertz das ARC Consulting, um NGOs, politisch Aktiven sowie Firmen bei den Herausforderungen beim Umgang mit China und globalen Trends zu unterstützen. Herr Reinertz,
Bitte. Ja, vielen Dank, Frau George. Es kommt mir fast etwas deplatziert vor, jetzt nach diesem Erlebnis, jetzt etwas profan in politische Analysen dazu zu sprechen. Ich möchte da eben einen gewissen Rahmen geben, ein paar Aspekte für uns heute Abend darstellen, die ich für sinnvoll halte, um vielleicht das Verständnis für den einen oder anderen, der sich nicht jeden Tag mit China beschäftigt, besser zu ermöglichen. Ich musste vorweg schicken, dass ich glaube, ich beschäftige mich seit 2005 mit China, erst im Studium, dann beruflich. Und ich glaube, da, wo ich mich am sichersten gefühlt habe, Aussagen zu China zu treffen, was in China passiert, wie es läuft, wie das alles funktioniert, das war im zweiten Semester meines Studiums der modernen China-Wissenschaften. Danach hat das stetig abgenommen. Und ich glaube, heute stehe ich mit großer Ehrfurcht immer vor diesem riesen komplexen Thema China, das nicht nur komplex ist, sondern auch immer voller Widersprüche. Und ich glaube, das muss man immer dazu sagen. Dieses wirklich sehr beeindruckende Land und ebenso extrem wichtige Land für uns. Ich möchte heute Abend eben trotzdem versuchen, über drei Thesen zu aktuellen Trends, die ich sehe, eben einen gewissen Rahmen zu skizzieren, in dem wir uns, glaube ich, gerade bewegen, wenn wir über China sprechen, wenn es um Politik, um Wirtschaft und auch eben um die Fragen, wie stark ist Zensur, wie stark sind die Einschränkungen vor Ort sind. Das ist zum einen, dass ich glaube, dass wir einen sehr stark wiedererstarkten Nationalismus sehen. Das ist ein sehr starker Trend. Das zweite ist, dass wir da gleichzeitig auch eine viel stärkere Rolle der Partei, was die Partei viel stärker wieder Kontrolle ergreift, als sie das in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten getan hat, seit der Periode der Reform und Öffnung in den 80er Jahren. Und als drittes, ich auch in vielen China-Veranstaltungen immer wieder feststelle, dass es so alles so eine etwas pessimistische Tendenz hat, die auch sicherlich gerechtfertigt ist. Aber ich glaube, dass wir uns auch vergewissern müssen, dass China eben mehr ist als nur das Narrativ der Partei und dass es darüber hinaus noch sehr viele andere Dinge gibt, die es auch wert sind, sich anzuschauen, kennenzulernen und sich damit zu beschäftigen. Eben kurz zu meiner ersten These zum Nationalismus, das etwas zu illustrieren. Ich glaube, Nationalismus, und da ist Tilman Spengler wahrscheinlich sogar der bessere Experte, gibt es in der Historie, hat immer eine Rolle gespielt, vor allem auch in den letzten 100 Jahren. Ich möchte mich da eher auf die kürzere Historie beziehen. Ich habe selber das zum ersten Mal persönlich mitbekommen, als ich damals in Peking an der Uni war und es 2011, 2012 starke antijapanische Ausschreitungen gegeben hat. Da war mit einem Tag dieses weltoffene China, wo wir über alles gesprochen haben, war für ein paar Tage ganz verändert in Peking. Da ging es damals um den Konflikt der Diaoyudao, Senkaku-Inseln. Da gibt es eine ganz kleine Inselgruppe, die nicht bewohnbar ist, wo sich China und Japan viele Jahre gar nicht gestritten haben. Und dann auf einmal wurde das ein extrem nationalistisches Thema. Und an der Renmin-Daishu, an der Volksuniversität, die nicht weit weg von meiner Uni war, wo ich Freunde besucht habe, waren auf einmal große Wandmalereien mit Soldaten und da wir helfen, die Diaoyu Islands zu befreien. Und der Sushi-Restaurant, wo ich viel mit Kommilitonen hingegangen bin, was ein chinesisches Restaurant war, mit chinesischen Angestellten, mit chinesischen Eigentümern, das japanisches Essen hergestellt hat, das ist vollkommen zerstört worden von einem wütenden Mob über Nacht. Also das war für mich das erste Mal dieser Anachronismus, den man dabei auch feststellt, ganz häufig in China, dass es dann auf einmal so in so einen Nationalismus oder dieser Nationalismus abgleitet. Ich glaube, das war das, wo ich das sehr stark gemerkt habe. Wir haben ganz viele Beispiele jetzt auch in jüngerer Zeit, auch gerade wenn es um Kultur geht, da gibt es eben Hollywood ist ein sehr interessantes Beispiel, eine sehr interessante Fallstudie, wo auch schon mehrere wissenschaftliche Arbeiten publiziert wurden, wie stark dass Hollywood-Filme mittlerweile von China beeinflusst werden, nicht unbedingt immer direkt, aber dadurch, dass eben China so eine Macht hat auf dem internationalen Filmmarkt, wenn man sich das anschaut, wie viel wo tatsächlich mit Filmen Geld verdient wird, in Kinos Geld verdient wird, dann ist der chinesische Markt der größte mittlerweile. Der erfolgreichste Film
weltweit letztes Jahr war ein chinesischer Kriegsfilm über, wo es darum ging, wie viele Amerikaner getötet werden. Also das sind schon, und eben aber auch in Hollywood ganz stark gibt es da eben Hinweise, wo es das chinesische Narrativ oder das, was man glaubt, dass in China gut gefunden wird, dann verstärkt wird oder Dinge, die von denen man glaubt, dass sie nicht gut gefunden werden, eben rausfliegen aus der, noch nicht mal mehr produziert werden. Das letzte Beispiel, was ich hier anführen möchte, ist, dass tatsächlich das Corona, generell die ganze Diskussion um Corona und auch die Corona-Politik der chinesischen Regierung, das haben wir aus Deutschland ja unterschiedlich stark mitbekommen, weil Corona am Anfang 2020 in Deutschland noch gar kein so starkes Thema war. Wir haben das, ich war damals noch in Hongkong, habe das sozusagen gleich vor der Haustür mitbekommen. Und da ist vor allem auffällig auch, wie das nationale Narrativ so stark gespielt wurde. Auf zum einen gab es Hilfslieferungen aus Deutschland, wo deutsche Unternehmen, die Bundesregierung, andere Regierungen, Hilfslieferungen mit medizinischem Material, mit anderen Materialien, die gebraucht wurden, nach China geliefert hat. Das war unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Das durfte niemand wissen, wurde das von der chinesischen Regierung, die hat darauf beharrt. Gleichzeitig im umgekehrten Fall, als dann Europa an der Reihe war und sehr schlecht da stand mit Corona und ganz viel Material aus China geliefert wurde, wurde das ganz öffentlich zelebriert, auch der chinesischen Bevölkerung gegenüber. Da dieses, wir sind die Starken, wir haben alles unter Kontrolle, darüber Corona und China kann man sicherlich noch mehrere abendfüllende Veranstaltungen halten, aber ich glaube, das ist, was man jetzt auch festhalten kann, was man gerade sieht, warum auch die Corona-Politik in China fortgesetzt wird, jetzt auch vielleicht unter veränderten Bedingungen mit einer Omikron-Variante, die eventuell nicht mehr der nicht mehr so leicht beizukommen ist, sondern nur noch mit immer drastischen Maßnahmen. Das ist sicherlich ganz stark geprägt, auch von einem nationalistischen oder von dem politischen Willen oder dem politischen Zwang, dass man der eigenen Bevölkerung eben sagt, wir schaffen es besser als die ganzen anderen Länder und die anderen Schwellenländer schaffen es eben nicht so gut. Und deswegen müssen wir bei dieser Linie bleiben. Und da als kleine Anekdote, ich habe Freunde in Peking, die gerade dabei sind, Eltern zu werden, die uns jetzt geschrieben haben, sie möchten bitte keine Geschenke geschickt bekommen zur Geburt ihres Kindes, weil das Narrativ nämlich aus ganz stark, jetzt kommt Corona, kommt jetzt aus dem Ausland, also generell, Wuhan wurde immer angezweifelt, dass ob das nicht doch sowieso Corona nicht schon aus dem Ausland kam. Und jetzt wird man, wenn man ein Paket aus dem Ausland geschickt bekommt, dann wird einem der eigene Gesundheitsstatus heruntergestuft in der App, die einem sagt, wo man sich bewegen darf. Also mit der App auf grün kann man sich überall bewegen. Wenn die auf gelb steht, dann hat man schon Einschränkungen. Und auf rot muss man dann hat man noch mehr Einschränkungen. Und wenn man jetzt ein Paket aus dem Ausland geschickt bekommt in China, dann wird die App automatisch auf gelb gesetzt wohl. Oder zumindest ist da die große Sorge, dass es da eben massive Einschränkungen gibt. Also das sind so Beispiel, eins, was man beim Thema Nationalismus nicht vergessen darf, ist sicherlich neben anderen Sachen wie Xinjiang und anderen Themen um Grenzstreitigkeiten, ist aber sicherlich Taiwan. Das ist das, was wir ja auch gerade im Bereich Litauen erleben. Vielleicht können wir da nachher auch noch mal stärker ins Detail gehen, was das für politische Auswirkungen hat. Aber diese nationalistische Taiwan-Frage ist sicherlich eine mit dem größten Krisenpotenzial, was ich weltweit sehe. Ich glaube, wir sind natürlich gerade sehr auf Ukraine und Russland fokussiert. Ich glaube, dass ein möglicher militärischer Konflikt, das Risiko eines militärischen Konfliktes in der Taiwanstraße vielleicht mindestens ebenso hoch ist, wenn nicht noch höher und die geopolitischen Auswirkungen auch deutlich höher sein dürften, plus wirtschaftliche Auswirkungen, wenn man sich schon anschaut, wie stark diese Region wie relevant es für die Wirtschaft ist, selbst wenn es dort nur zur Krise kommen sollte. Und diese Krise ist nicht, ist rein, basiert eigentlich rein auf der Frage des Nationalismus und nationalistischer Narrative in China. Wenn wir zu der zweiten These kommen, es gibt immer stärkere Kontrolle der Partei. Ich glaube, da, ich habe über die Feiertage das Buch Made in China von Tilman Spengler gelesen und habe mich da sehr oft erinnert gefühlt. Das spielt zwar in der Kulturrevolution, aber diese persönlichen Erfahrungen der Protagonisten, auch das Handeln in diesem Setting von Partei, von Widersprüchen, auch was Tilman Spengler eben schon angesprochen hat, wie agiert man in so einem Setting,
wo sich Fraktionen ändern, wo sich Macht ändert, wo man nicht genau weiß, was ist morgen noch richtig, wo muss ich mich, welche Parole wird ausgegeben. Ich glaube, das ist etwas, das sehe ich oder erfahre ich dann auch von Bekannten im Austausch. Ich bekomme das an den Unis mit, die stärker, viel stärker reguliert werden. Damals haben wir große Veranstaltungen gemacht, auch mit deutschen politischen Jugendorganisationen und der kommunistischen Jugendliga an der Uni, haben uns über Politikfachthemen gestritten, bestimmt nicht in einem, unbedingt liberalen Verständnis in jeder Frage, aber es war ein sehr offener Austausch. Sowas wird mittlerweile unterbunden. Es wird ganz klar darauf geachtet, was gesagt wird, wer es sagt. Wenn man internationalen Austausch hat, wenn man die falschen Losungen sagt wieder, dann ist das internationale Austausch war etwas, was eigentlich extrem positiv war in der Wirtschaft, auch an den Universitäten, in der Wissenschaft. Das ist mittlerweile, wird das zu einem Existenzrisiko fast und Karrierekeller schon ohnehin. Ich glaube, das ist ich glaube, da merkt man zum einen mal diese stärkere Kontrolle, die es wieder gibt, in den durch die Partei. Dann merken wir das eben auch durch Fragen wie das Social Credit System. Das ist ja sicherlich ein Thema, was auch in Deutschland schon häufiger diskutiert wurde, wo, glaube ich, das auch ein bisschen differenzierter zu sehen ist insgesamt. Aber wo man auf jeden Fall die stärkere Kontrolle merkt. Ich glaube, was dabei häufig noch nicht thematisiert wird, ist eben, das Social Credit System gibt es auch für Unternehmen. Das ist kein rein kein System, was nur auf Bürgerinnen und Bürger zugeschnitten ist, für den normalen Menschen, sondern gerade auch für Unternehmen, wo das, glaube ich, massive Auswirkungen haben wird, noch mehr als das gerade ist. Wir sehen auch, es wird auf der einen Seite verkauft, dass es große Öffnungen oder es mehr Öffnungen gibt, weil es offiziell mehr Eigentum geben darf. Also deutsche Unternehmen dürfen an ihren Subsidiaries, an ihren Standort praktisch mehr Eigentum, ihre eigenen Unternehmen halten. Offiziell auf dem Papier sind sie Eigentümer von viel mehr, als das vorher möglich war, wo es starke Einschränkungen gab. De facto gibt es aber viel stärkere Kontrolle über Kader, wirklich über Parteiorganisationen in den Unternehmen. Und da gibt es, muss man sicherlich die Frage stellen, ob nicht, wenn deutsche Unternehmen, die vor Ort tätig sind und dann auf einmal operative Entscheidungen oder strategische Entscheidungen treffen, die in einem vielleicht im Krisenfall im Land der chinesischen Führung der Partei nicht genehm sind, ob die dann überhaupt noch am Steuer sitzen oder ob nicht auf einmal Parallelstrukturen im eigenen Unternehmen sagen, was passiert dann? Und da dann, dass die Kontrolle abgegeben ist de facto, von der man glaubte, dass man sie hatte. Auch das Thema natürlich im Bereich Internetzensur, Einschränkungen von Journalisten ist, glaube ich, etwas, was massiv zugenommen hat. Ich habe damals neben der Uni beim Auslandskorrespondentenclub in Peking gejobbt, habe da mitbekommen, wie es Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten geht, habe seitdem einen extremen Respekt oder noch viel mehr Respekt vor der journalistischen Arbeit, die Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, aber auch eben die Journalisten vor Ort machen in China. Gleichzeitig hat mich das aber auch massiv abgeschreckt. Damals war die Lage schon alles andere als rosig und das ist sicher ein absoluter Härteposten. Und mittlerweile gibt es kaum noch ausländische Journalisten im Land. Es gibt massive, nicht nur Einschränkungen, sondern wirklich, also wenn man sich mit den Personen unterhält, was sie durchmachen müssen, dann fühlt man sich eher an Kalten Krieg und Spionageromane erinnert teilweise als journalistische Arbeit, also recht dramatisch. Dann zum Schluss, bevor ich hier zu weit über meine Zeit auch gehe, um vielleicht mit etwas Positiverem zu enden. Ich glaube, dass es eben auch viele, noch ein China außerhalb der Narrative der Partei gibt. Ich glaube, das ist das, was die Partei allen nach außen immer gerne darstellt, auch nach innen gerne darstellt. Das, was China ist, das, was chinesische Kultur ist, was chinesische Gesellschaft ist, das wissen wir, das ist das, was wir propagieren und alles andere ist entweder falsch oder es gibt es gar nicht. Und ich glaube, wenn man sich mit China beschäftigt, dann sieht man, und ein bisschen bohrt und ein bisschen die Chance hat, hinter die Partei-Propaganda zu gucken und auch das, was dann weitergetragen wird über Personen, die dann dem folgen und die eingeladen wurden beim Essen, denen das erzählt wurde, die dann nach Deutschland, nach Europa kommen und sagen, ja, ich weiß jetzt Bescheid, weil ich habe mich mit KP-Vertretern oder mit ganz vielen politischen Vertretern getroffen und da ist China läuft so und so. Wenn man dahinter steigt, dann merkt man, was für eine wahnsinnig pluralistische Landschaft, was für eine differenzierte Gesellschaft es eigentlich in China
ergibt in diesem Riesenland mit ganz vielen kulturellen Einflüssen, aber auch in der, was sich durch die Moderne so verändert. Und das ist extrem spannend. Also das reicht eben auch von Wirtschaftstheorie, um nur einen zu nennen. Der Economist hat zum Beispiel Mao Yushe als liberalen Ökonom massiv hervorgehoben. Der ist im Westen praktisch unbekannt als Beispiel, dass es wirklich ein breites Spektrum gibt. Und auf der anderen Seite in der Kultur eben auch wahnsinnig viele tolle Schriftsteller, Journalisten und andere Kulturschaffende. Einige sind schon angesprochen worden. Gibt es wirklich, wirklich wahnsinnig viele tolle Leute. Liu Xiaobo wurde genannt, aber auch eben Liao Yiwu, dann der Nachwuchskünstler Ba Jiuzhao zum Beispiel, der nicht mehr in China selber ist. Aber da gibt es wirklich sehr viele beeindruckende Personen. Und noch viel mehr, wenn man mal ein bisschen unter der Oberfläche kratzt und vielleicht ein bisschen mehr dahinter schaut. Deswegen auch da, sag ich mal, zum Ende meines kurzen Inputs, der Appell, sich stärker mit China zu beschäftigen und sich nicht abschrecken zu lassen von den anderen Sachen, die ich erzählt habe. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, Armin Reinerz. Das war nicht nur prägnant und einordnend, sondern auch sehr ehrlich. Und ich denke, gerade der Hinweis auf die pluralistische Vielfalt, die wir im Angesicht dieser wirklich 1,5 Milliarden Menschen, die sich dort auch in diesem Land in unterschiedlichsten Lebensformen, Lebensweisen, kulturellen Ausdrucksmethoden, Selbstorganisation finden. Ich bin sehr dankbar, dass wir Sie und Herrn Spengler heute dabei haben. Wir haben zwar nur 90 Minuten Zeit, um ein bisschen an die Tür zu klopfen, hinter der sich dieses unglaublich vielfältige, unterschiedliche Land verbirgt. Und nehmen Sie es mir nicht übel, ein Teil unseres Anklopfens wird sich heute dennoch erstmal wieder darum drehen, uns um die Meinungsfreiheit für die Literaten als auch die Freiräume, die wir dann auch erkunden werden, drehen wird. Herr Nestmeier und Herr Spengler, Sie sind auch schon on, wunderbar. Die Podianten sind alle auf der Bühne. In unserem ersten Diskussionsblock würden wir gerne noch einmal etwas tiefer auf die Methoden und auf die Ziele eingehen, die die Regierung Chinas einsetzt. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, Herr Reinerz, das Social Scoring durch Apps und Ähnliches. Nicht nur Bürgerinnen und Bürger, auch Unternehmen werden sozusagen kontrolliert, überwacht und erzogen. Das spielt dann auch eine Rolle bei der Corona-Warn-App. Wie Sie sagt, man bekommt ein Paket aus dem Ausland, bringt sich damit in Gefahr, dass der Gesundheitsstatus und damit, dass auch die Bewegungsfreiheit reduziert wird. Wie tief sind denn diese Mechanismen in den Alltag eingedrungen? Entgehen Menschen dem auch wieder? Was haben Sie beobachten können? Ich glaube, auch da gibt es einen klaren Trend, den ich auch selbst durch so aus eigener Erfahrung auch sagen kann, den so ein bisschen miterlebt zu haben. Und zwar war meine Erfahrung auch mit dem chinesischen Internet vor allem. Da, wo man auch Anfang der Nullerjahre, wo wir alle die Hoffnung hatten, mit dem Internet wird alles freier, demokratischer, da, wo das Internet hinkommt, da entwickeln sich die Gesellschaften, da passiert Demokratie und Freiheit. Ich glaube, das hat man auch am Anfang in China gehabt tatsächlich. Und da gab es eben auch die entsprechenden Firmen. China hat sich das Internet schon immer sehr stark abgeschottet. Also man spricht auch immer davon, dass es zwei Internets gibt, so dass normale Internet und das chinesische Internet, wo wirklich die Great Firewall, so eine Brandmauer drumherum ist. Aber auch hinter dieser Brandmauer habe ich damals erlebt, dass eben das Pendant zu Twitter und Google und die ganzen an Facebook alle nicht zugelassen, schon von Anfang an auch nicht, aber eben dann bei Weibo konnte man, dem Twitter-Pendant konnte man Sachen schreiben und das ist auch massiv geteilt worden. Da habe ich zum ersten Mal eine persönliche Zensurerfahrung erlebt, wo dann auf einmal Beiträge gelöscht wurden. Ich habe keine meiner eigenen Beiträge wurden gelöscht. Ich glaube, dafür war damals wahrscheinlich auch mein Chinesisch noch zu schlecht, dass ich da relevant hätte, irgendwas hätte Sinnvolles posten können. Aber ich habe Dinge weitergeteilt. Da gab es ein, aber heute würde man sagen, Meme, ja, ein lustiges Bild von Xi Jinping, der da irgendwo am Podium stand und so ein Dokument in der Hand gehabt hat. Und das ist geteilt worden innerhalb von 20 Minuten 50, 60.000 Mal. Und nach 27 Minuten war das weg. Da stand nur noch dieses Grad entfernt worden. Und das hat man andere Wege gefunden, dann hat man eben Bilder gemacht, weil die Bilderkennung nicht so gut war und so. Das ist alles immer professioneller geworden. Hat sich das Internet auch verändert. China ist wahnsinnig innovativ, auch was das angeht. Eben, wenn man WeChat, die App, diese Super-App, die, glaube ich, vielen anderen Apps auch im westlichen Bereich voraus ist, in vielerlei Hinsicht, da wird dann mittlerweile in Echtzeit zensiert. Also da gibt es dann auch Untersuchungen, wo Leute
testen, so kann ich, wenn ich jetzt was schreibe oder wenn ich, da gab es dieses schöne Beispiel eines Stuhls, der repräsentieren sollte, und dieser leere Stuhl, der repräsentiert so als Code den leeren Stuhl von Liu Xiaobo, weil er abwesend war auf der Verleihung des Nobelpreises. Und das ist sozusagen zum Symbol geworden, weil man den Namen Liu Xiaobo wie ganz viele andere Sachen auch gar nicht schreiben kann. Das wird überhaupt nicht, funktioniert gar nicht im Internet da. Und diesen Stuhl hat jemand geschickt aus, ich glaube, Kanada, glaube ich, hat man das experimentiert, hat jemand nach China geschickt. Der ist in Echtzeit, ist dieser Stuhl erkannt worden, als problematisch identifiziert worden, und der ist nie auf der anderen Seite angekommen. Also so wie bei WhatsApp, wenn ich nicht sehe, dass da gerade eine Nachricht gekommen ist, mir gerade einer ein Bild geschickt hat. Das muss man, und das, da sprechen wir, das ist nicht jetzt vor 2 Monaten, sondern das sind auch schon 3, 4 Jahre jetzt, glaube ich, her. Also gibt es eine extrem wahnsinnige Infrastruktur, die da ist, die in der Lage ist, diese Narrative oder generell diese alles, was nicht bequem ist, zu kontrollieren. Das muss man sich bewusst machen, und das geht sehr tief. Und das Social Credit System wird immer als ist, glaube ich, für uns klingt das so wie Orwell, und ist ja, glaube ich, immer so ein Schlagwort geworden, ist in diesem System, glaube ich, aber nur ein Baustein, teilweise noch nicht implementiert. Also ich glaube, da gibt es gute Fachliteratur zu. Also ich glaube, das ist tatsächlich nur etwas, wo man darüber hinausschauen muss, wie stark geht das eigentlich in die Gesellschaft. Und da ist natürlich, natürlich ändern sich Menschen oder ihr Verhalten. Freiräume gibt es, glaube ich, trotzdem, aber die sind deutlich, deutlich, deutlich enger geworden. Also Veranstaltungen, auf denen Leute sprechen, zum Abschluss nur kurz, also auch Kommunikationschannels oder Themen auch. Also ich kannte Leute, die sehr viel zu Wirtschaftspolitik publiziert haben, reine Wirtschaftspolitik, über auch Online-Kanäle. Und diese Kanäle sind alle dicht gemacht worden in den letzten 2, 3 Jahren, weil es keine andere Abweichung mehr geben darf von der Parteilinie in allen Politikfeldern. Also diese Diskussionen sind alle unterbunden worden, die waren früher noch möglich. Also also die Kontrolle wird immer allumfassender und immer deutlicher auch. Und vielleicht als allerletztes noch, man merkt das manchmal bei deutschen Freundinnen und Freunden, die lange in China sind, die dann auch vor Ort, die anfangen, das so ein bisschen zu verteidigen, weil man sich natürlich auch anpasst. Und diese Frage der Selbstzensur, wo zensiere ich mich selber, wo nehme ich das als gegeben hin und wie rechtfertige ich das dann auch für mich und nach außen? Ich glaube, das ist auch ein Thema, das geht über China hinaus. Das wird uns auch in der Zukunft immer deutlich stärker beschäftigen, wenn wir mit China in Kontakt sind. Es ist gut, dass Sie so intensiv darauf eingehen. Also zögern Sie nicht, dort auch ausschweifend zu werden. Unsere Zuhörerin Samantha Mathieu gab noch einen Kommentar dazu. Meine Erfahrung ist, Internet gibt es in China nicht, nur Weibo. Und von Michael Laub erreicht uns die Frage auch an Sie, an beide Referenten. Tillmann werde ich nachher noch fragen, aber ich nutze die Gelegenheit an Sie, Herr Reinertz. Dürfen Sie noch nach China reisen? Das ist eine gute Frage. Ich habe das letzte Mal, dass ich nach China reisen konnte, war eine offizielle Delegation, wo das, sagen wir mal, sehr einen extrem formellen Charakter hatte, wo es ein großes Interesse auf chinesischer Seite gab, dass diese stattgefunden hat. Ich habe aber auch schon selber erlebt, dass ich versucht habe, chinesische Visa zu bekommen. Und da gibt es, glaube ich, teile ich die Erfahrung von auch vielen China-Wissenschaftlerinnen und China-Wissenschaftlern und Journalisten und Ähnlichen, man bekommt nicht gesagt, dass man nicht mehr erwünscht ist. Man bekommt, das sind dann, glaube ich, schon die Fälle, diese extrem sehr prominenten Fälle. Aber das, glaube ich, sehr tagtäglich, dass einfach Visa verschleppt werden. Und wenn man am Donnerstag fliegt und Mittwochabend ist der Pass noch in der chinesischen Botschaft, dann kann man nicht fliegen. Ist aber nicht offiziell abgelehnt worden. Ja, also das sind so, da gibt es ganz viele Mittel und Wege, einem das zu sagen. Und das ist sicherlich für viele auch, die sich beruflich mit China befassen, ein massives Risiko, eben eine Existenzfrage. Wenn ich in diese Situation komme, ich bin China-Experte oder ich verdiene mein Geld mit China, werde aber darf nicht mehr reinkommen, wie verhalte ich mich da? Was mache ich da? Das ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Vielen Dank für die Offenheit. Sie haben in Ihrem Impuls ebenfalls angesprochen, dass so etwas wie internationale Beziehungen durchaus zu einem Nachteil ausgelegt werden. Und ich lasse Sie jetzt erst noch mal vielleicht einen Schluck Wasser trinken und würde gerne weitergehen zu Herrn Ralf Nestmeier, weil gerade er ist ja auch jemand, der mit der Arbeit des PEN-Zentrums demonstriert, dass internationale Beziehungen bestehen.
Und gerade bei dem Einsatz für Kollegen und Kolleginnen aus der Buchbranche, seien es Verlegerinnen, seien es Autorinnen, seien es Übersetzerinnen, greift ja durchaus die chinesische Regierung bei Inhaftierung auf meistens drei Vorwürfe zurück, sei es Spionage, Umsturz sowie einen Streit anfangen und Ärger provozieren. Und Herr Nestmeier, wenn Sie dann zum Beispiel zusammen mit Amnesty International oder mit Reporter unter Grenzen und dem PEN-Zentrum auf international Ebene auf das Schicksal von Bürgerjournalistinnen aufmerksam machen, wie jüngst auf Zhang San, und da muss mich nachher Herr Spengler schon wieder korrigieren, und Zhang Sans Verfehlungen waren vermeintlich, dass sie kritisch berichtete über den Corona-Ausbruch in Wuhan. Und seit 20 Jahren setzt sich das PEN-Zentrum ja wirklich öffentlich ein, und es ist nicht zu übersehen, dass es ganz, ganz viele internationale Beziehungen gibt, dass sie vorhanden sind. Sie setzen sich ein für Liu Shubo, sie setzen sich ein für Gui Minhai, für Liu Xia. Wie ist das? Erzählen Sie uns einerseits von Ihnen oder bringen Sie dadurch eigentlich schon diese Kollegen, nun Liu Xia und Liu Shubo nicht, aber Gui Minhai in Gefahr, weil sie dadurch internationale Beziehungen offenlegen? Ich weiß nicht, ob er jetzt die dadurch in Gefahr bringt. Meistens geht unser Fokus ja darauf, auf die Autoren, die bereits im Gefängnis sind und nicht irgendwie bedroht sind, inhaftiert zu werden. Wir wollen halt sozusagen Schicksale wieder aus dem Schatten reißen und die Weltöffentlichkeit darauf hinweisen, wie es dann in China eben zugibt. Deswegen gibt es immer wieder Aktionen wie, unlängst ging es mal um Yang Maodong, das ist ein chinesischer Schriftsteller, Menschenrechtsanwalt, der seit 2006 mehrfach verhaftet und freigelassen worden ist. Und das war gerade eben auch mal dramatisch, weil seine Frau, die nicht in China lebt, in Amerika, die starb an Krebs, und man hat versucht, dass er freigelassen wird, um sie nochmal zu sehen. Aber auch das wurde irgendwie abgelehnt. Oder es gibt einen australischen Blogger und Romanautor, Yang Hingyung, der also australischer Bürger ist, der wurde verschleppt nach China und dort inhaftiert. Also dieses Stichwort Geiseldiplomatie, was ja auch in anderen Bereichen jenseits der Literatur relativ häufig vorkommt, wo China Druck macht auf andere Länder, indem sie mit fadenscheinigsten Argumenten irgendwelche Ausländer festsetzt und für die langjährigen Haftstrafen verhindert. Also wir versuchen natürlich dann auf dieses Schicksal, oder bei Zhang San, dieser Bloggerin, die als erste über die Covid-19 Geschichte in der Pandemie in Wuhan berichtet hatte. Da geht es darum, was wir vorhin auch schon hatten, was der Reinhard erwähnt hat, der will halt die chinesische Regierung die absolute Kontrolle haben. Und da soll kein anderer irgendwas berichten, was nicht von oben erlaubt ist. Und deswegen auch da die drastische Strafe gewesen, eben 4 Jahre Gefängnis, trotz dem unlängsten sehr großen Medienwirbel darum verursacht wurde, hat sich natürlich auch nichts dran geändert. Sie sitzt nach wie vor im Gefängnis. Man kriegt ja auch ganz wenig Informationen nach außen. Es ging immer darum, dass sie sehr stark Lebensbedrohung gefährdet ist, weil sie im Hungerstreik angetreten hat. Aber wie da ihr Gesundheitszustand ist, da dringt auch aktuell immer sehr wenig nach außen. Manchmal gelingt es einem dann zum Beispiel, wieder Informationen zu bekommen, wie zum Beispiel über Rahel Davud, ist eine Uigurin, die war 2017 eine uigurische Autorin, verschwunden. Von der hat man nichts gehört, bis dann 2021 erst wieder Informationen kam, dass sie in Haft ist. Und so hat man auch dieses Schicksal von ihr zum Beispiel beim letztjährigen Writers in Prison Day hergenommen, um an das Schicksal der Uiguren zu erinnern. Also es gibt da, wie gesagt, eine Vielzahl von Fällen, in denen wir versuchen, eben uns zu Wort zu melden. Eine Ihrer Maßnahmen ist zum Beispiel, Menschen, Kolleginnen und Kollegen zur Ehrenmitgliedschaft, zum Ehrenmitglied des Deutschen PEN-Zentrums zu ernennen. Das haben Sie unter anderem auch mit dem Dichter und Schriftsteller Li Bifeng gemacht, der wegen vermutlich seiner Beziehung zu exilierten chinesischen Schriftstellern verurteilt und inhaftiert wurde, 12 Jahre Gefängnis. Die waren 2020 vorbei, seitdem ist er in Quarantäne, allerdings unauffindbar für seine Familie. Herr Nestmeier, wie erfahren Sie, wie beurteilen Sie das, was Sie von chinesischen Autoren oder Dichterinnen erfahren? Solche psychischen wie physischen Torturen, die Kollegen ausgesetzt werden, wie strahlt das zurück auf andere? Ist da schon die totale Selbstverunsicherung oder, wie Herr Reinertz vorhin sagte, die Selbstzensur, ist die angestiegen? Ist das Verstummen erreicht? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass es dann diese die chinesische Literatur in China kaum mehr nach außen dringt. Also ich bin jetzt natürlich jetzt kein Fachmann aus der Buchbranche und Sinologe, aber ich finde, da kommt natürlich sehr, sehr wenig jetzt
über die Grenzen Chinas hinaus. Von Li Bifeng ist einer der wenigen dieser bedrohten Autoren, wo man, als er noch im Gefängnis war, ein kleiner deutscher Verlag sein Buch, Halt's mal hier hoch, die Flügel des Himmels, spielt ein bisschen oder näher ran, übersetzt gehabt. Da geht es auch stark um diese Haftproblematik, in eine andere Zeit verlegt. Und da ist schon, hat man schon den Eindruck, dass da relativ wenig noch nach außen dringt. Eins der wenigen Beispiele, wo man jetzt da auch nochmal was davon gehört hat, war das Schicksal einer weiteren Uigurin. Gibt es jetzt auch ein Buch dazu, und zwar Gulbraha Hativaji. Die wurde unter fadenscheinigen Argumenten nach China gelockt. Sie lebt in Frankreich mit ihrer Familie. Ihre Tochter und ihrem Ehemann sind auch französische Staatsbürger. Sie hat die französische Staatsbürgerschaft noch nicht angenommen gehabt und wurde dann nach China zurückgelockt und dann dort eben verhaftet, ist dann eben in Gefängnissen gelandet und hat nur durch ganz starken Druck aus Frankreich und einer großen Öffentlichkeit dort wieder das Land verlassen können. Und auch das ist zum Beispiel ein ganz beeindruckendes Dokument über diese Zeit, wie ich das chinesische Lager überlebt habe. Ich halte auch dieses Buch noch in die Höhe im Aufbau Verlag erschienen, erst unlängst vor wenigen Tagen. Das berichtet also über eins der wenigen Uiguren, die darüber berichtet haben, wie es ihnen dort ergangen ist in dieser Haftsituation und wie schlimm diese Situation ist. Auch das ist so ein Beispiel, wo ein bisschen was nach außen dringt. Vielen Dank. Ich darf Ihnen noch zwischendurch zwei Rückmeldungen geben, unter anderem von Jonathan Lehrer, der sich auch bei Herrn Reinertz bedankt für den spannenden Input, was Sie hoffentlich dazu ermutigen sollte, nicht auf die Zeit zu achten. Bei Herrn Rummler, da sage ich schon gleich, das würde ich gerne etwas später machen. Andreas Rummler ist auch ein sehr angesehener, wunderbarer Kollege des PEN-Zentrums. Andreas, wir lesen dich hier und das nehme ich mit für den etwas hinteren Teil. Und möchte jetzt aber gerne noch einen Moment bei den Methoden und bei den Zielen bleiben und auf etwas sehr Spezifisches der chinesischen Regierung eingehen. Und zwar die systematische Verfolgung von Uiguren, Kasachen und weiteren muslimischen Minderheiten. Das trifft sich einerseits mit der These, die uns Herr Reinertz vorgestellt hat, eine Fokussierung auf den Nationalismus und das Niederdrücken eines Pluralismus. Und manche ordnen das geradezu als kulturellen Genozid ein und reden von Internierungslagern, in denen der Bevölkerung Sprache, Glauben und Kulturtraditionen aberzogen würden. Und hier geht meine Frage an Tilman Spengler. Was ist das Ziel aus Ihrer Sicht dieses eher brutalen Antipluralismus und welche Auswirkungen hat das auch auf die uigurische Literatur und Kultur? Ja, ich würde es gerne ein bisschen differenzieren, wenn Sie es gestatten. Der Herr Reinertz, der hatte natürlich völlig recht in dem, was er über den Nationalismus ausgeführt hat. Die Wahrheit, die noch dahinter steckt und ein bisschen größer dahinter steckt, ist, dass es natürlich als Ideologie in der Volksrepublik im Augenblick nichts anderes gibt als den Nationalismus. Sie können sich das so vorstellen, die Kommunistische Partei Chinas wäre unglaublich glücklich, den Namen Kommunismus loszuwerden. Einfach nur nationale Aufbaupartei, das wäre toll. Aber in dem Moment, in dem sie sich auf Marx, Engels und verschiedene andere Herrschaften berufen, haben sie eine ganz andere Aufgabe der Lösung sozialer Konflikte, als sie das im Augenblick bewältigen können mit den Anhäufungen von Kapitalien in dem und dem gesellschaftlichen Bereich. Das schicke ich jetzt nur einfach voraus, weil wir uns vielleicht danach noch später darüber unterhalten können. Mit der Frage, was dieses nun für die von China aus gesehen westlichen Provinzen, also Xinjiang, und die dort lebenden Uiguren angeht, hat diese Form des Nationalismus, glaube ich, nur in zweiter Form zu tun. Das ist abgeleitet aus außenpolitischen und innenpolitischen Erwägungen, die aber viel handfester sind. Außenpolitisch ist es natürlich klar, diese Region grenzt an gefährliche Gebiete, an Pakistan, an all das, all die Regionen, in denen politische Konflikte ausgefochten werden, die mit, sagen wir mal, schrägen Formen der Gewalt ausgetragen werden und die man in der Volksrepublik China nicht gerne sehen möchte. Das ist der erste Punkt, also ein, wie Sie so wollen, es ist ein außenpolitisches Moment.
dieses außenpolitische Moment wird mit einer Härte, einer Unerbittlichkeit, einer Grausamkeit durchgeführt, die nun ihresgleichen sucht. Das hat aber auch schon wiederum eine längere Geschichte. Das geht seit, weiß ich, wenn ich es richtig überlege, seit 20, 30 Jahren, oder vielleicht auch schon länger, geht es darum, eben die Bevölkerung in diesen Grenzgebieten, und das sogenannte Grenzgebiet ist ein Sechstel der Fläche Chinas, die Bevölkerung in diesem Grenzgebiet so zu stabilisieren, dass sie sich nicht irgendwelchen anderen Herrschern zufügen, als denen, die in Peking etabliert sind. Das setzt eine Homogenisierung der Bevölkerung voraus. Und Homogenisierung ist hier ein so ekelhaftes Wort wie Entlösung oder etwas anderes. Homogenisierung bedeutet jetzt natürlich wenn Sie so wollen, früher gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch korrekt ist, Tatarenvolk, also aus Usbeken, Kasaken, Uiguren und was auch immer, also all den Völkerscharen, die dort die Seidenstraße rauf und runter und weiter südlich und irgendwas gewohnt haben, gehandelt haben, ihre eigene Kultur entwickelt haben, aus denen so eine Art kommandofähiger Bevölkerung zu machen, wie es die grundsätzlichen Erfordernisse der Republik China offenbar vorauszusetzen scheinen. Das ist natürlich alles ganz großer Unsinn. Die Loyalität dort unten war nie gegenüber irgendeiner Stammesregierung, gegenüber einer Nationalregierung oder auch einer Stammesregierung. Das ging dort unten immer drunter und drüber. Und das Einzige, was man anrichten konnte, um die wirklich zu einer entschlossenen Widerstandsorganisation zu machen, war, dass man sich so verhielt wie die Volksrepublik China. Also, dass man eben gezielt darauf ausging, dass man sagt, ihr geht nicht mehr in eure Moscheen, ihr kleidet euch nicht mehr, wie ihr euch zu kleiden versucht habt, oder wie seit Jahrzehnten und irgendwas, ihr feiert nicht mehr eure Feste, ihr singt nicht mehr eure Lieder. All dieses, was dort zum kulturellen Gesamtbild gehört. Das betrifft natürlich auch die Literatur, aber ich würde es in diesem Falle, obwohl selbst Literat, würde ich die Literatur jetzt nicht so ganz nach oben schicken, weil es leiden Leute darunter, denen es viel, viel, viel tiefer an die Seele, ans Gemüt gibt, als der Verlust irgendeines nationalen Poeten. Es geht darum, dass ich nicht mehr meine Feste feiern kann, meine Familien besuchen kann, dass ich meine Sprache nicht mehr sprechen kann, dass ich als Frau, weil es nicht aufgefordert werde, den Schleier abzulegen, mir das Haar föhnen zu lassen, um meinem Gatten besser zu gefallen und. Also das ist so eine Umkrempelung. Ich habe Umkrempelungsversuche. Ich habe mit dem Wort Genozid meine Schwierigkeiten, weil ich denke, da haben wir in Deutschland irgendwie einen anderen Tatbestand geschaffen, der das nicht so mit leichter Münze weiter erzählt werden lassen sollte. Aber im Grunde genommen geht es schlichtweg darum, was nicht 15 Millionen Menschen, das sind etwa 15, 16 Millionen Menschen, die in einer traditionellen, halbtraditionellen Art und Weise gelebt haben, die auch, und das ist ein bisschen das Problem, vor nicht weniger Zeit, vor 2017, noch die Ermutigung erfahren haben, dass man das auch lockern konnte, dass man sozusagen so synkretistische Modelle aufbauen konnte, dass das jetzt total natürlich zurückgefahren wird durch Lager, durch all das, was an Schrecken dazu verbreitet werden will. Und das ist die wahre Tragödie da. Und schlägt Wunden, glaube ich, die in dem Maße, in dem sie geschlagen werden, zu einer Art von Reaktion auffordern werden, die uns allen nicht behaglich sein kann. Nun sprechen Sie klare Worte und deswegen auch noch mal die Frage von der Zuhörerin Samantha Mathieu an Sie, Herr Spengler. Dürfen Sie wieder nach China einreisen? Vor 10 Jahren nicht. Hat sich das inzwischen geändert? Nun gut, ich glaube, das Schicksal Chinas und auch mein Schicksal hängt nicht an der Einreisegenehmigung
Ich glaube, hat Herr Reinertz hat es völlig richtig, man erfährt es nicht. Man erfährt es nicht direkt. In meinem Fall ist es so, dass ich eine freundliche, ich kenne irgendjemand im Umfeld der chinesischen Botschaft in Berlin, um das einmal sehr, sehr präzise auszudrücken. Und wenn ich frage, lohnt es sich, einen Visumsantrag zu stellen, was ist mein Status, dann ist die freundliche Antwort, ich glaube, du liegst immer noch auf dem Niveau von Norwegen. Das ist eine sehr präzise Auskunft, weil Norwegen ist der Staat, der den Friedensnobelpreis verleiht. Der Friedensnobelpreis wurde Weiland an Liu Xiaobo verliehen und seit der Zeit darf, glaube ich, Norwegen keinen Lachs mehr nach China liefern. Also insofern ist das gut, das ist nicht gravierend, das wird sich irgendwie ändern oder auch nicht ändern. Schauen Sie, das Ärgerliche an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich Worte anders wählen muss, als ich sie wählen würde, wenn ich nicht eine große Zahl von Freunden in der Volksrepublik hätte. Und das macht die Sache ein bisschen ärgerlich. Aber so bedeutend bin ich nun wirklich nicht. Hat schon Außenminister Westerwelle damals gesagt, als er mich aus dem Flugzeug auslief. Da würde ich gerne lieber Flaubert zitieren. Sämtliche Regierungen der Welt verabscheuen die Literatur. Keine Macht liebt eine andere Macht. Das ist schon richtig, aber das ist nicht ganz richtig. Das ist wie häufig bei Flaubert, sind es so diese Sätze, die zu 80% stimmen. Aber ich meine, natürlich liebt jede Regierung eine Literatur, die ihr huldigt, Hosianna ruft. Das ist natürlich auch mit Literatur zu machen. Nicht nur die Literatur, die Hosianna ruft, sondern natürlich auch Literaturkritiker. Die chinesische Webseite von Amazon hat sämtliche Kommentar- und Bewertungsfunktionen bei der Buch von Xi Jinping heruntergenommen. Der Grund, es waren nicht alles 5-Sterne-Rezensionen. Und ein Bericht von Reuters hat ebenfalls bestätigt, dass das von oben eingeleitet wurde aus Peking. Man mag keine Kritik. Gleichzeitig, wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel, na gut, in Frankreich bin ich mir nicht sicher, aber in Deutschland zumindest in eine Buchhandlung gehen, sei es zum Beispiel die Thalia, sehen wir ganze Regalreihen voll mit, nun ja, Literatur, die eher dem Propagandanarrativ der Regierung Pekings folgt, was einerseits sicherlich wirtschaftliche Gründe hat, andererseits einen auch fragen lässt, wie lang ist denn der lange Arm, reicht der auch so weit, dass tatsächlich Konfuzius-Institute deutscher Universitäten abgeneigt waren, eine Lesereise von Stefan Aust und Adrian Geiges durchzuführen. Gibt es weitere Methoden, die das Regime nicht nur innerterritorial anwendet, sondern natürlich auch außerhalb ihrer Grenzen, gerade wenn es um medienschaffende Schriftstellerinnen geht? Spielen da nur wirtschaftliche Verlockungen eine Rolle oder was noch, Herr Spengler? Ja, also das beantwortet man gerne, weil das sind so drei verschiedene Punkte. Aber ich mache es mal der Reihe nach, wie es mir gerade in den Sinn kommt, Konfuzius-Institute. Ne? Die Institution der Konfuzius-Institute ist ein Schreckgespenst der deutschen Kulturpolitik, insbesondere der Länderpolitik, der Kulturpolitik der Länder. Denn selbstverständlich hätten wir dieses ganze Problem mit Konfuzius-Instituten nicht, wenn unsere Kultusministerkonferenz auf diesen glorreichen Gedanken gekommen wäre, Orchideenfächer durch andere Leute finanzieren zu lassen. Orchideenfächer sind Fächer wie Sinologie oder Japanologie oder irgendetwas Ähnliches, wo dann plötzlich gesagt, nein, wenn wir eine Fremdfinanzierung haben, ist das wunderbar. Ja? Auf diese Weise kamen die Konfuzius-Institute an die deutschen Universitäten. Es wurden dort Dozenten bestellt, natürlich auf Kosten der chinesischen Regierung, sondern des zuständigen Ministeriums, egal. Und die bestimmen plötzlich in unsere Universitäten rein. Das ist ein solcher Skandal, eine solche Frechheit, eine solche Dummheit deutscher Kulturpolitik, wie sie ihresgleichen sucht. Das ist das eine. Das zweite, was Sie angedeutet haben,
die ganze Geschichte mit Amazon oder irgendetwas, ist natürlich genauso zu beachten, wenn Sie mal irgendwie sehen, wie sich deutsche Firmen, wenn Sie mal ein falsches Plakat entworfen haben, sagen wir Mercedes-Benz, um mal hier eine Firma zu nennen, die unglückseligerweise den Dalai Lama in einer kleinen Hinsicht auftauchen ließen auf einem Programm, wie dann die auf den Protest aus Peking sich von Stuttgart reihenweise aus ihren Chefetagen auf den Bauch geworfen haben, im Staub, von wo auch immer dort Staub ist, dann sehen Sie natürlich, dass es eine Voranpassungsstrategie des deutschen, ich sage es mal jetzt gemein, Bruttosozialproduktes an das, was in China gefordert wird, gibt, das auch seinesgleichen sucht. Das heißt, wir fahren eine Politik, die absolute Doppelzüngigkeit hat. Das heißt, wir sind froh, wenn wir die Geschäfte machen können. Wenn die Verträge stimmen, dann sagen wir, das machen wir wegen unserer Arbeitsplätze. Und wir sind gleichzeitig natürlich, sagen ja, ja, aber da ist doch noch diese Sache mit Menschenrechten. Ich habe noch nicht erfahren, dass der Vorstandsvorsitzende von Daimler sich für Menschenrechte in China sehr stark gemacht hat, dass in VW sehr stark die Frage der Uigurenausbeutung und so weiter und so weiter. Das ist eine Frage, die wir an die deutsche Industrie, an die deutsche Exportindustrie stellen müssen. Und wir tun uns hier, die wir hier freundlich an verschiedenen Bildschirmen sitzen, wir tun uns sehr gut und es ist natürlich sehr ordentlich, dass wir auf diese moralische Instanz verweisen, Menschenrechte von irgendwas aus dem 18. Jahrhundert und sagen, die sind universal, daran müssten sich doch alle halten, auch die, die mit uns Geschäfte machen. Und wenn sie es nicht tun, ist es deren Problem. Nein, das ist unser Problem. Das heißt, das ist eine Frage, die wir entscheiden müssen, was wir da für Prioritäten setzen und dass wir diesen Weg nicht mit dieser Scheinheiligkeit, die bislang über diesen kann Scheinheiligkeit leuchten. Naja, gut. Dann lassen wir sie verdunkeln, die diesen Weg verdunkeln, bislang und bis jetzt. Man kann einfach sagen, wir trennen das eine und das andere. Ja? Wir machen Geschäfte wie mit dem Irak, wir machen Geschäfte wie mit der Sowjetunion oder irgendetwas. Aber dann müssen wir uns verdammt zurücknehmen, wenn wir sagen, welche moralische Gegenrechnung wir in diesem Falle aufmachen. Das kam mir jetzt mal so gerade aus dem Herzen und ich glaube, ich habe noch nicht alle Punkte beantwortet, aber das war ja schon mal ein Batzen. Ich würde sagen, Sie haben sogar noch weiter Türen aufgestoßen. Ein Teil auch der Frage von Andreas Rummler beantwortet, der in eine ähnliche Herzensrichtung ging. Er beginnt damit, dass er schreibt, Herr Reinertz, Herr Spengler, Ai Weiwei beklagt sich gegen Ende seiner eben erwähnten Biografie darüber, dass der Westen zwar Menschenrecht beschwört, aber letztlich das chinesische Regime wirtschaftlich unterstützt. Was könnte man dagegen tun? Weitere Frage. Oder jetzt die Olympiade wird nicht boykottiert. Trotz der Lage der Uiguren werden deutsche Autos verkauft, etc. Herr Spengler hat jetzt schon mal sein Herz geöffnet. Herr Reinertz, wir gehen im Schluss weiter. Ich würde gerne auch Ihre Ansicht dazu hören, was Herr Rummler gefragt hat und was Herr Spengler hier vorgelegt hat. Es ist viel drin, auch die große Frage der, naja, welchen moralischen Gegenwert haben wir denn zu bieten, wenn wir das eine kritisieren und fordern und wir? Ja, das ist, oder Herr Spengler hat mir da sicher auch in vielerlei Hinsicht aus dem Herzen gesprochen. Und ich glaube, da möchte ich auch eine Lanze für viele Personen, die ich in der deutschen Wirtschaft kenne, auch in China kenne, brechen, die das auch teilweise äußerst kritisch beobachten. Also teilweise, wenn sie Manager oder Managerinnen in ihrem eigenen Unternehmen sehr kritisch beobachten, oder auch gerade von den, auch der BDI hat Positionspapiere mittlerweile, die hätte man vor 10 Jahren noch nicht erwartet, der sich deutlich klarer positioniert. Und ich möchte da auch nicht immer direkt unterstellen, dass der BDI oder ähnliche Organisationen jetzt auf einmal extrem Menschenrechte sich auf die Agenda schreiben. Aber ich glaube, ein Trend, den wir da sehen, da möchte ich an Herrn Spengler anknüpfen, ist, dass im Fall von Saudi-Arabien, das wird ja immer, mal kommt ganz schnell, dann dürfen wir auch mit Saudi-Arabien nichts mehr machen, etc. Aber ich glaube, was der große Unterschied ist, auch der, den auch immer mehr Personen in der deutschen Wirtschaft merken am eigenen Leibe, ist, dass China nicht an den eigenen Grenzen Halt macht. Also dass es nicht nur darum geht, ich fliege jetzt in ein Land und dann halte ich mich da an die Regeln oder sage die 3 Worte, die die Führung hören will und dann ist das okay und zu Hause kann ich machen, was ich möchte, sondern
dass das auch mich zu Hause immer stärker betrifft. Und ich glaube, dass uns das in naher Zukunft auch noch deutlich stärker in Deutschland politisch und vielleicht sogar rechtlich beschäftigen wird. Ich habe das in Hongkong erlebt, wo das ja extrem schnell abgebaut hat, wo es eigentlich Hongkong so als freie Stadt mit halbwegs funktionierendem Rechtsstaat, ein bisschen Demokratie und aber auf jeden Fall sehr gut funktionierender freie Meinungsäußerung, sehr lange gut funktionierender freien Meinungsäußerung da war, wo ich dann bei Nachbarn mitbekommen habe, so ein bisschen klischeehaft, viele Banker, wo dann mir einer auch erzählt hat, ein deutscher Banker, der bei einer internationalen Großbank, kein chinesischer, eine internationale westliche Großbank angestellt ist, der ganz klar gesagt hat, er hat die Anweisung bekommen, wenn er sich äußert zu den Protesten in der Stadt auf nicht regierungskonforme Weise, dann ist er seinen Job los und dann ist auch er gefordert, in seinem Team entsprechend sauber zu machen. Also das sind so, wo es dann auch in die Unternehmen reingeht. Da gibt es in Hongkong auch mit Cathay Pacific und anderen auch ganz spannende Geschichten, wenn das jemand genauer verfolgen will. Und ich glaube, das ist dann nur, dann ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass auch dann die Frage ist, wie der Spenger hat das Beispiel Daimler angesprochen, der mit, ich glaube jetzt über 10%, oder jetzt der größte Aktionär ist, kommt mittlerweile aus China, so diese, wo die Anteile gehalten werden an Daimler. Und was ist denn, wenn jetzt auf einmal Daimler-Unternehmen eine Pro-Tibet-Gruppe gründen, ja, oder vielleicht auf einer Veranstaltung sind mit einer Tibet-Flagge? So hypothetische Fragen, wo man, glaube ich, vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ja, da machen die das halt. Aber was ist denn dann, wenn in China gefordert wird, das darf jetzt nicht sein, ja, wenn dann, wo es ins deutsche Arbeitsrecht vielleicht reingeht. Wir sehen ja, in China wird ja massivst reagiert auf solche aus Sachen, die wir erstmal als Lappalien vielleicht sehen, ob wir sagen, das ist halt so, muss man aushalten, auch politisch, was Angela Merkel ausgehalten hat, etc., wo dann halt auf kleinste Sachen ganz massivst mit Sanktionen reagiert wird, dass das dann auch deutsche Unternehmen, die eben diese Abhängigkeiten haben, betrifft. Und da möchte ich ganz kurz, um auf diese Frage einzugehen, auch, ich glaube, man kann da Sachen machen, eben diese Risiken ganz stark identifizieren, die es gibt für die deutsche Wirtschaft oder auch für die deutsche Politik über diese Wirtschaft. Und da muss man sich, glaube ich, ganz stark bewusst machen, nur weil man wirtschaftliche Verflechtungen hat, die vielleicht sogar gleich sind, also wir exportieren 100 Milliarden nach da, die exportieren 100 Milliarden zurück, so ungefähr, heißt das nicht, dass unsere Abhängigkeiten gleich sind. Wir haben ein Beispiel Australien gesehen, da hat die australische Regierung gesagt, wir wollen untersuchen, wie das in Wuhan eigentlich passiert ist und wir fordern, dass China da eine offene Untersuchung zulässt. Als Reaktion darauf wurden massiv australische Importe gestoppt. Und das war aber eben nicht nur, sag ich mal, dieser der oft zitierte Lachs aus Norwegen, der dann nicht mehr in China kam, sondern da ging es um Kohle, da ging es um Produktionssachen. Da ist in Südchina, in den wichtigen Industriestandorten, in der globalen Krise ist da der Strom ausgegangen und in Nordchina gab es auch Stromengpässe. Das war der chinesischen Führung egal. Das haben die in Kauf genommen, um so eine politische ein Statement, so eine politische Entscheidungen durchzusetzen. Und das muss man sich natürlich bewusst sein. Das wäre was die deutsche Regierung umgekehrt nicht hätte machen können oder gegenreagieren können. Also ich glaube, diese Abhängigkeiten identifizieren, dann auch die Eigenverantwortung der Unternehmen sehen. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Wenn eben ein Großunternehmen oder ein Unternehmen massiv auf China setzt, dann macht das ja eine Wette. Auch in jedes Unternehmen, das nach China gegangen ist, egal zu welchem Zeitpunkt, wusste, da ist, meine Rechte sind da vielleicht schwierig oder gibt es massive politische Einflussnahme. Und wenn jetzt ich die Quittung dafür bekomme, dann habe ich mich halt verspielt irgendwo. Dann habe ich halt gewettet, dass es besser wird, ist nicht besser geworden, dann bin ich halt, muss ich diesen Preis vielleicht zahlen. Und den sollte ich dann nicht an die Gesellschaft abgeben, nach dem Motto, jetzt muss hier die deutsche Politik mitziehen, weil ich habe halt darauf gepokert, dass das in China wieder ein bisschen anders wird. Da muss ich sagen, muss man auch differenzieren. Da gibt's ein paar prominente deutsche Großkonzerne, die da, glaube ich, sehr starke Abhängigkeiten haben, wo man auch immer schön sieht, welche Ministerpräsidenten denn auf einmal China-Politik weichspülen, sag ich mal, so ein bisschen zugespitzt, wo dann diese Standorte sind oder vielleicht auch Anteile gehalten werden in diversen Landesregierungen. Und dann sieht man aber auch viele Mittelständler, die, glaube ich, deutlich schlauer agieren oder die auch deutsche Mittelständler, die großes China-Business haben, die aber nachhaltig denken und die wissen, die sehen auch immer mehr, was passiert. Und ich glaube, da gibt es gute Beispiele, wie man eben Abhängigkeiten auch abbauen kann. Das kann man aus politischer Sicht sicher unterstützen über Diversifizierungsstrategien, Informationen, ohne da direkt Industriepolitik zu machen. Ja. Es gibt auch mehr als China tatsächlich. Herr Spengler, würden Sie gerne retournieren? Ich würde das einfach dreifach unterstreichen. Das ist völlig richtig, was Herr Rönnertz gesagt hat. Und es ist, wenn ich sage, und ich danke auch für die Korrektur, dass ich
Daimler hätte sagen sollen statt Mercedes. Aber es ist natürlich völlig klar, dass der Mittelstand sich da anders verhält. Wir haben Beispiele für mittelständische Unternehmen, die sich genau in dieser sozusagen politisch total immerhin noch legitimen Abstandssphäre verhalten, wo sie das machen, was ihnen ihr Wirtschaftsgebot auferlegt, wo sie gleichzeitig aber sich in einem Umfeld verhalten, das keinerlei Fragen zulässt, das aber auch sich zunehmend wehrt. Und was heißt zunehmend wehrt? Das ist am Anfang der Entwicklung, aber dass sich auch dagegen wehrt, diese schleichende Entmachtung ausländischer Unternehmen durch Betriebsräte, die dann doch Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas sind, sich dem entgegenzustemmen. Das ist alles wohl wahr. Und ich muss auch sagen, dass meistens, also in den mittelständischen Unternehmen, die ich kenne, dass da sehr viel mehr Geschmack, Verstand und politische Einsicht herrschten als in anderen Vertretern der Exportindustrie. Vielen Dank. Herr Nestmeier, wie sehen Sie das? Einerseits die wirtschaftlichen Verknüpfungen, andererseits auch eine gewisse Ethik der eigenen moralischen Reflexion, das, was wir selber kritisieren, was müssen wir dafür tun? Und natürlich habe ich da auch gleich im Hinterkopf, dass Sie als jemand, der ebenfalls aus der Buchbranche kommt, vielleicht auch die Buchbranche adressieren könnte, auch entsprechende Signale zu setzen, zum Beispiel durch mehr Übersetzungen und Ähnliches. Entkoppeln Sie sich bitte. Darf ich anmelden, dass mein Herz für Herrn Nestmeier bei dieser Frage schlägt, egal was er sagt. Ja, er hat keinen. Wir sind alle zusammen. Wir sind alle zusammen. Jetzt habe ich meinen Ton auch wieder gefunden. Ich wollte nochmal zu Thalia nochmal zurückkommen, weil das die anderen beiden gar nicht beantwortet haben. Das finde ich nochmal das Allererschreckendste eigentlich, dass Thalia, die hat ja keinen, gibt es ja keinen wirtschaftlichen Zusammenhang mit China eigentlich. Also China ist letztendlich kein Kunde, der groß bei Thalia Bücher einkaufen würde. Und wenn China sozusagen Regale bezahlt für an Thalia, dass ihre Literatur so in den Regalen steht, wie sie es gerne hätte, und dass dann Thalia davor einknickt, weil sie nur sozusagen die Euro-Scheine flattern sehen, die sie anscheinend gut brauchen können, das finde ich jetzt als besonders besorgniserregend. Dann haben wir natürlich, wie gerade schon besprochen, diesen Einfluss immer weiter dann auch Richtung unsere eigene Demokratie, wenn wir Literaturpreise vergeben etc. Beispiel kam ja mit dem Literaturnobelpreis, deswegen kein norwegischer Lachs mehr. Dann hatten wir, wer sich daran erinnert, eventuell vor kurzem gab es ja den Tucholsky-Preis, den der schwedische Penn an den Verleger Gui Minhai verliehen hatte. Und da gab es extremsten diplomatischen Druck von China auf Schweden wegen dieser Preisverleihung. Es geht also um einen relativ, in Anführungszeichen, unbedeutenden Preis, der mit 14.000 Euro dotiert ist. Und China fährt sozusagen dann groß die diplomatischen Kanonen auf. Also sobald man sozusagen jemanden auszeichnet oder sich für jemanden stark macht, für den China jetzt was China nicht ins Konzept passt, dann hat man natürlich mit ganz starken wirtschaftlichen Sanktionen zu rechnen oder diplomatischen Druck. Und da, finde ich, kann sich Deutschland oder darf sich Europa an die freie Welt nicht beugen. Ich möchte noch eine Frage an Sie drei stellen. Und ich denke, die Sinologen unter den Podianten können uns das vielleicht sogar noch etwas differenzierter und herzensoffener erklären. Herr Reinertz und auch Herr Spengler deuteten vorhin an, dass gewisse Reaktionsweisen auf Situationen, wo wir sagen, ja, ist halt jetzt so, müssen wir anders machen, oft es eine sehr, sehr hoch emotionale Reaktion aus China gibt. Stichwort, das Gesicht wahren oder das Gesicht verlieren. Ich weiß jetzt nicht, Herr Spengler oder Herr Reinertz, wer vielleicht kurz damit beginnen möchte, uns dieses Phänomen etwas näher zu bringen. Das Gesicht wahren, nicht das Gesicht verlieren. Spielt das auch in diesen politischen oder wirtschaftlichen Reaktionen eine Rolle? Und wenn ja, welche? Herr Reinertz ist näher dran am Geschehen. Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, was ich dazu eigentlich immer sagen möchte auch, und das versuche ich immer da zu tun, wo ich die Möglichkeit habe, ist, also ich habe großen Respekt vor jedem, der im interkultureller Kommunikation arbeitet. Ich habe selbst auch in Thailand gelebt, auch in verschiedenen anderen asiatischen Ländern etc. Also es gibt immer interkulturelle Komponenten. Das ist auf jeden Fall eine
ein Faktum und es ist wichtig, sich damit auszukennen. Ich glaube aber, dass gerade im Fall von China das ganz massiv politisch benutzt wird oder auch ganz häufig vorgeschoben wird, dass man eben sagt, das können wir jetzt nicht machen, weil unsere chinesischen Gäste, die verlieren dann das Gesicht. Das ist so, dieses Gesicht verlieren ist auch tatsächlich, finde ich, was, das gibt es natürlich, das sind kulturelle Sachen. Ich habe das gerade auch auf kommunalpolitischer Ebene, gibt es das dann, wo Leute, die sich nicht so mit China auskennen, die sagen, ja, das können wir jetzt nicht machen, weil dann funktioniert das so nicht. Oder selbst bei hochrangigen Delegationen habe ich das schon erlebt, wo bis zur Staatssekretärsebene Leute dann sich verhalten haben, um ihren chinesischen Gästen oder den chinesischen Gastgebern zu gefallen, wo es aber das eigentlich nur ein Mechanismus war, wo es eigentlich nur um Macht ging. Also am Ende des Tages ging es da rein um Macht durchzusetzen. Und ich glaube, das muss man, gerade wenn man politisch unterwegs ist, und also auch, das gibt es auch, ich glaube, gibt es genug auch in der deutschen Wirtschaft, die sich lange mit China gut auskennen, die das genau differenzieren können, wo ist das tatsächlich Kultur und kulturelle Eigenart und wo geht es darum, diese Karte zu spielen und eigentlich seine Interessen durchzusetzen. Und das ist wo die Politik, glaube ich, auch noch aufholen muss, dass da geht es häufig einfach darum, Macht zu haben oder Macht eben durchzusetzen. Und da funktioniert Macht, glaube ich, weltweit relativ ähnlich, ist vielleicht leicht anders dekoriert. Also da würde ich auch ein bisschen Abstand eben von nehmen wollen, das immer, das so hochzuhalten oder zu sagen, dass ja, das ist in China halt so. Vielen Dank. Herr Spengler, möchten Sie ergänzen? Sonst würde ich unseren Herrn Messner nochmal wieder einbinden. Nein, sofort, aber ich stimme dem voll und ganz zu und ich darf hinzuweisen, dass es keine europäische Kulturpolitik ist, den anderen zu blamieren. Blamieren heißt Gesicht verlieren. Es ist auch in Europa eigentlich nicht eine angestammte Sitte, ich mache irgendetwas, um dem anderen zu blamieren. Damit ist es völlig richtig, damit ist alles gesagt. Es gibt universale Verhaltenspraktiken unter Gebildeten und unter weniger Gebildeten, die einfach sagen, ich nehme darauf Rücksicht, wie sich mein Gegenüber verhält oder meine Gegenüberin. Und ob ich jetzt nun sage, diesen alten Topos wiederbelebe und sage, Gesicht verlieren ist für den Chinesen das Schlimmste, das ist natürlich völliger Humbug. Vielen Dank. Herr Nestmeier, spielt dieses Thema noch beim PEN eine Rolle, wenn Sie Aktionen, Statements, Erwiderungen oder Ähnliches verfassen? Nein, also wir agieren da in keinster Weise diplomatisch eigentlich. Diplomatisch agiert der PEN ja nur dann, wenn er das Gefühl hätte, dass er jemanden im inhaftierten Schriftlet schaden würde durch den Einsatz. Und ich glaube jetzt nicht, dass wenn wir uns jetzt für Sang Sang einsetzen, dass wir ihr jetzt da mehr schaden, als sie schon Repressionen dulden muss in China. Also deswegen nehmen wir uns da eher weniger zurück und versuchen halt schon, diese Probleme auch ganz stark zu benennen. Also wenn, dann geschehen ja manche Sachen ja dann auch, wie zum Beispiel als Liu Xia freikam, das natürlich diplomatisch auf anderen Wegen. Da können wir uns dann durchaus offiziell ganz stark machen für die Einsetzung, dass sich jemand einsetzt, um dass der Autor freigelassen wird. Vielen Dank. Die Zeit rast dahin. Wir haben noch 6 Minuten. Ich wollte eigentlich mit Ihnen heute noch über Poesie und Literatur sprechen, vor allen Dingen aus China, würde aber gerne da uns auch die begleitenden Kommentare durchaus auch nach Lösungen, nach Brücken bauen. Da ist schon die Frage, wie kann man es machen, wie kann man es nicht machen, würde ich gerne die letzten 4 Minuten uns dem widmen. Einordnung. Etwa 2016 hat unser wunderbarer Herr Reinhardt einen sehr scharfen Kommentar geschrieben, der hat mir sehr gut gefallen. Da konstatierten Sie, Herr Reinhardt, dass die Krisen, mit denen sich die EU beschäftigt, sehr praktisch seien für die chinesische Regierung, um in ihrer Politik nicht weiter gestört zu werden. Denn das, Zitat, unkoordinierte und krisengeschüttelte Europa stehe der Rückkehr Chinas an seinen rechtmäßigen Platz in der Welt nicht mehr im Weg. Heute sind wir 6 Jahre weiter, sind schon wieder krisengeschüttelt einigermaßen. Und haben jetzt quasi die Wahl, Vertrauen und Dialog oder Konfrontation und Sanktion oder kein Oder, sondern ein Und. Die zentralen Herausforderungen im Umgang mit China scheint der Wettbewerb um so etwas wie die Ausgestaltung der Werte und der Normen einer gemeinsamen internationalen Ordnung zu sein.
Und deswegen jetzt eine herausfordernde Frage an Sie alle. Wie müsste die deutsche Außenpolitik, die EU-Politik, gar die Buchbranche, gar wir als Individuum reagieren? Und Sie müssen nicht die endgültigste, beste, schönste Lösung präsentieren, aber ich würde gerne bei Herrn Nestmeier anfangen, dann zu Herrn Reinertz übergehen und Herrn Spengler das berüchtigte Schlusswort überlassen. Herr Nestmeier, bitte. Ja, außenpolitisch wirf ich mal einen Blick auf die bevorstehenden Olympischen Spiele, die wir haben. Da ist zum Beispiel auch so gewesen, dass die Vergabe allein der Olympischen Spiele, da gab es kaum große Proteste von deutscher Seite, also jedenfalls von der Regierungsseite. Also da hätten wir durchaus mehr versuchen können, Druck auszuüben, dass Olympische Spiele nicht in so ein Land vergeben werden oder was ganz schlimm auch immer ist, in meinen Augen jedenfalls, dieses unsägliche Anbietern vom IOC-Präsidenten Thomas Bach. Also das in jeglicher Form, unlängst auch wie die eine Tennisspielerin Peng Shuai verschwunden ist, also wieder auftauchte, also dieses ganze Anbietern und auch die Zustimmung, dass Olympische Spiele in einem Land stattfinden, wo Journalisten, die darüber berichten möchten, die sich ja gar nicht frei bewegen dürfen. Das wird dann wieder unter dem Corona-Mantel verpackt. Das ist natürlich jetzt aktuell schwierig wäre, das würde das Infektionsgeschehen dann eventuell antreiben, aber es hat natürlich auch damit auch nicht nur was zu tun, sondern es geht einfach nur darum, dass man keine kritischen Berichte hören und lesen möchte. Vielen Dank. Verzeihung, ich habe gerade zwischendurch noch Kommentare eingesehen. Spannender Abend. Eine Fortsetzung mit derselben Besetzung wäre schön. Ich war gerade dabei einzutippen, ja. Und dann hätte ich gern noch 2 Stunden für die Poesie. Herr Reinertz, bitte. Ja, also da würde ich mich sogar dazu hinreißen lassen, Deng Xiaoping zu zitieren und sagen, suchen wir die Wahrheit in den Fakten. Und das heißt für mich eben lernen. Lernen, was denn wirklich ist. Und das ist zum einen Expertise, glaube ich, die wir massiv deutlich mehr brauchen. China-Expertise auf jeder Ebene. Und das ist auch nicht nur eine außenpolitische Frage schon lange mehr, sondern auf allen Ebenen runter bis in die Rathäuser, in die Landesregierungen, in die und in die ganzen Fachministerien und auch in Gesellschaft und Politik, eben unabhängige Expertise. Ich glaube, fernab vielleicht zusätzlich zu den Konfuzius-Instituten, ich glaube, da kann man auch nach Taiwan schauen. Das Zweite ist in dem Bereich eben auch die Quellen, die wir haben. Es gibt extrem gute Expertinnen und Experten. Da möchte ich, also Mareike Ohlberg ist eine der herausragenden deutschen China-Expertinnen, ein sehr gutes Buch über diesen zum Thema China geschrieben hat, über Einfluss von China. Wir haben hervorragende Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, für die ich hier eine Lanze brechen möchte. Es wird viel kritisiert im Journalismus, dass es was die Qualität von China-Berichterstattung angeht. Wenn man sich auch den Twitter-Accounts folgt von Yang Xifang von der Zeit, von Lea Däuber von der SZ, von Dana Heide vom Handelsblatt, Friederike Böge von der FAZ und noch viele weitere, die es da gibt, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann. Die sind vor Ort, die wissen ganz genau, was passiert, die schreiben das auch gut auf. Das sollten wir mehr wertschätzen, zusammen mit den vielen guten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir in Deutschland, in Europa haben. Das wäre mein Petitum und sich anschauen, eben als letztes, als Learning, das, was passiert in der Welt, was in Hongkong passiert ist. Ich glaube, das hat viele Leute beeindruckt. Das hat auch zu einem Umdenken in Europa geführt, auch in vielerlei Sachen, was in Hongkong passiert ist, was in Taiwan passiert, wie Australien, wie andere Länder mit China umgehen und nicht nur immer unsere kleine nationale Blase da haben, aus der wir lernen, sondern groß lernen. Vielleicht besteht da auch die Möglichkeit, und das schon mal in Richtung unserer Gastgeberinnen und Gastgeber, dass wir das, was Sie eben alles an Beispielen genannt haben, wem folgen auf Twitter, welche Bücher wir vorhin auch schon hochgezeigt haben, dass wir das nochmal versuchen dann zu transkribieren und dann auf der YouTube-Seite auch abrufbar zu machen. Das ist vielleicht wenigstens eine kleine Hilfestellung. Tilman Spengler, bitte. Ich habe gemerkt, gleich bei den Eingangsbemerkungen von Herrn Reinertz, als er den von mir so hochgeschätzten geliebten chinesischen Autor Yu Hua nannte, der ein Buch geschrieben hat, China in 10 Worten, dass es verhängnisvoll ist, in dieser Art von Sendung oder Format nach Herrn Reinertz zu sprechen, weil er sagt meistens das, was ich vorher auch sagen wollte. Es gibt einen einzigen Begriff, denke ich, das zum Ende, vor dem wir uns wirklich sehr, sehr hüten müssen. Und das ist der Begriff der Entkopplung, der durch dieses oder Decoupling oder der durch die politische Diskussion
dieser Zeiten, wir lassen uns geistert, wir dürfen uns decoupling, entkoppeln, nicht gestatten. Wir dürfen es uns nicht vornehmen. Wir dürfen es nicht zulassen, von welcher Seite es auch betrieben wird. Das alles, was in den letzten 40, 50 Jahren aufgebaut worden ist, auf wissenschaftlichen Bereichen, interkulturellen Zusammenarbeiten, das sind so wichtige Botschaften, die hin und her gegangen sind. Dass wir die jetzt plötzlich zu einem neuen Fetisch, dass wir müssen denen mal zeigen, was eine Harke ist, entgegensetzen, finde ich unendlich verhängnisvoll und auch unverantwortlich. Das ist ein würdevolles Schlusswort und ich denke, das ist auch etwas, was wir wirklich mitnehmen sollten. Vielen Dank, Tilman Spengler. Die heutige Veranstaltung Chinas Zensur und Chinas Propaganda, wie das Land versucht, die Geschichte umzuschreiben, war der sechste Teil der Reihe Writers in Prison, Writers in Exile, um den Stand der Meinungsfreiheit weltweit in verschiedenen Ländern zu untersuchen. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation des Penn-Zentrum Deutschlands gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Thomas-Dehler-Stiftung. Wir warfen bisher in diesen vergangenen Panels einen Blick auf Autoren und ihre Lage in Saudi-Arabien, in Eritrea, in Belarus, in der Türkei, heute China und wir haben uns auch den Fall Julian Assange angeschaut. Zu Gast waren heute der Schriftsteller und Sinologe Tilman Spengler, der China-Experte und ehemalige Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Hongkong, Armin Reinhardt, und der Vizepräsident und Schriftsteller des Penn-Zentrums Deutschlands, Ralf Nestmeier. Gelesen wurde heute aus dem Gedichtband Schnee fällt auf die Erde von Ai Jing. Ich habe es fast richtig gesagt. Sehr gut. In der Übersetzung von Frau Susanne Hornfeck, erschienen bei Penguin. Mein Name ist Nina George. Und ich bedanke mich bei Ihnen vor den Monitoren fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, für auch Ihre Meinung dazugeben. Es war sehr wichtig und dass Sie bei uns blieben bis zum Ende. Kommen Sie nun gut durch die Nacht.